Staatssekretärin Muna Duzda von der SPÖ ergreift nun das Wort. Ich freue mich, dass ich erstmals als Staatssekretärin für den öffentlichen Dienst im Bereich des öffentlichen Dienstes diese Dienstrechtsnovelle vorstellen darf. Ich sage immer, dass ein effizienter und moderner Staat auch einen starken öffentlichen Dienst braucht. Das ist eben im nur möglich, eben durch das große Engagement und die hohe Qualität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst. Und überall dort, wo in unserer Gesellschaft auch gesellschaftlicher Fortschritt stattfindet, nimmt der öffentliche Dienst eine Vorreiterrolle ein. Und ich denke, dass wir hier nicht bescheiden sein brauchen. Wenn wir uns beispielsweise den hohen Frauenanteil anschauen im öffentlichen Dienst, der bei 41,7% liegt. Oder der Gender Controlling Bericht, den wir letzte Woche vorgestellt haben und der darlegt, dass der Anteil der Frauen in Führungspositionen ständig steigt. Hier liegen wir mittlerweile bei 34,5%. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sind im öffentlichen Dienst weitaus geringer als in der Privatwirtschaft. Hier zeigt sich, dass die Frauenförderungsprogramme tatsächlich wirken. Der Bund ist auch in vielen anderen Bereichen, nimmt eine Vorreiterrolle ein. Beispielsweise durch das Angebot an über 53 Lehrberufen ist der Bund der wichtigste und größte Lehrlingsausbildner Österreichs. Aber auch in Bezug auf Menschen mit Behinderung erfüllt der Bund bereits seit 2007 als Dienstgeber vorbildlich die Vorgaben des Behinderteneinstellungsgesetzes. Das zeigt, dass wir eine fortschrittliche Politik machen. Und es zeigt aber auch, dass die Vielfalt, die wir leben, sich im öffentlichen Dienst wieder abbildet. Und sehr geehrte Damen und Herren, das sind auch die Schwerpunkte, die ich auch setzen möchte. Ich möchte die Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst vorantreiben. Ich möchte die gelebte Diversität unserer Gesellschaft im öffentlichen Dienst noch stärker verankern. Wir möchten, dass die Menschen ihre Potenziale und ihre Fähigkeiten bestmöglichst im öffentlichen Dienst einbringen können. Und die Diversität, die in ihrer Zusammensetzung, nämlich mit den unterschiedlichen Lebensweisen, der Mehrsprachigkeit, den verschiedenen Kompetenzen, den öffentlichen Dienst stärkt. Wir haben bereits so viele und so gute, ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die das gemeinsame Arbeiten in den Vordergrund stellen. Im öffentlichen Dienst ist die Zusammenarbeit eben für gemeinsame Ziele so wichtig. Und ich sage auch immer, die Qualität des Staates bemisst sich auch an der Qualität seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und um es noch schöner und besser auf den Punkt zu bringen, die Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, stehen hier für etwas ganz Besonderes, denn sie sind die Visitenkarte des Staates, sie repräsentieren den Staat und haben damit eine große Verantwortung. Ich kann daher nicht oft genug betonen, wie viel ich als Staatssekretärin im öffentlichen Dienst an Engagement und an Professionalität der Bediensteten miterleben durfte. Und daher möchte ich meine aufrichtige Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Aber sehr geehrte Abgeordnete, an dieser Stelle ist es mir ein persönliches Anliegen, auch als Staatssekretärin für den öffentlichen Dienst, auch persönliche Worte an die Kolleginnen und Kollegen der Polizei zu richten, die letzte Woche in Penzing im Polizeieinsatz waren. Die Geschehnisse und vor allem die Folgen, die dieser tragische Vorfall für die Kollegen, aber auch für die Kollegen gebracht hat, hat mich eben tief betroffen gemacht. Und ich möchte daher mein tiefes Mitgefühl, meine tiefe Anteilnahme, mein tiefes Beileid den Kollegen und Kolleginnen der Polizei und natürlich insbesondere auch der Familie und den Angehörigen des Verletzten und des leider Verstorbenen hiermit aussprechen. Wir haben hierdurch
erfahren müssen, auf tragische Weise, welches Risiko das hohe Engagement der Beamtinnen und Beamten birgt, nämlich tagtäglich ihr Leben für die Sicherheit, für die Ordnung unserer Gesellschaft, aber auch für das faire und friedliche Zusammenleben. Ich bin in Gedanken bei den Kollegen und Kolleginnen. Sehr geehrte Abgeordnete, ich darf nun kurz die wesentlichen Eckpunkte der Dienstrechtsnovelle vorstellen. Es ist schon viel dazu gesagt worden, aber es gibt einige Punkte, die mir sehr wesentlich erscheinen und die ich hier nochmals betonen möchte. Zum einen, dass wir erstmals die akute psychische Belastungsreaktion als Dienstverhinderungsgrund in das Gesetz aufgenommen haben. Das bedeutet besoldungsrechtlich, dass wir hier Vergütungen und Pauschalen fortzahlen während dieser Dienstverhinderungszeit. Bisher galten diese Regelungen ja nur aufgrund physischer Dienstverhinderungen. Und erstmals sollen Bedienstete aufgrund besonderer beruflicher Belastungssituationen, nämlich bei außergewöhnlichen Ereignissen, denken wir hier an den Einsatz bei Brandkatastrophen, bei der Bergung von Leichen, nicht zu kurz kommen. Und mit dieser Neuregelung zeigen wir auch als Dienstgeber, wie wichtig uns die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ist und dass wir sie in schwierigen Situationen nicht alleine lassen. Und gerade für Polizisten und Polizisten ist es oftmals so, dass ganz außergewöhnliche Ereignisse in Ausübung ihres Dienstes zu psychischen Belastungsreaktionen führen können, die das Versehen des Dienstes eben verunmöglichen. Mit dieser Gesetzesnovelle möchten wir hier eine Lücke schließen. Ein weiterer Punkt, den ich hier auch erwähnen möchte, ist, dass wir unserem Ziel näher gekommen sind, ein einheitliches Richterbild zu schaffen. Der Wechsel von Richterinnen und Richtern, nämlich zwischen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der ordentlichen Gerichtsbarkeit, wird möglich gemacht. Damit erhöhen wir die Durchlässigkeit zwischen den Gerichten und wir stärken die richterliche Berufsmobilität. Der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die am 01.01.2014 in Kraft getreten ist, wird einmal mehr Rechnung getragen. Und im Zusammenhang mit Richter und Richterinnen darf ich auch darauf hinweisen, dass jetzt auch die Möglichkeit besteht der Teilzeitarbeit beim Wiedereinstieg nach einem längeren Krankenstand. Das ist gut so. Als letzten Punkt darf ich anführen, dass wir in dieser Novelle, und es ist auch schon genannt worden, die Aufnahme von Menschen mit Behinderung erleichtern und klarstellen. Wir haben den Gesetzestext dahingehend geändert, dass wir nicht mehr von der vollen Handlungsfähigkeit sprechen, sondern von der erforderlichen Handlungsfähigkeit. Damit ist auch für die Zukunft die Inklusion von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst klargestellt. Das ist mir als Zuständige für den Bereich Diversität auch so ein besonderes Anliegen gewesen. Zum Schluss möchte ich auch auf einen Punkt eingehen, der im Verfassungsausschuss von Seiten der Abgeordneten der Grünen vorgebracht wurde, nämlich der Punkt in der Gesetzesnovelle, der im Disziplinarrecht die Rechte der Zeuginnen und Zeugen ausweiten soll. Es können nunmals erstmals Opfer von sexueller Belästigung im Verfahren vor der Disziplinarkommission eine Vertrauensperson beiziehen. Der Vorschlag der Grünen Abgeordneten war es, darüber hinauszugehen und die kontradiktorische Vernehmung, so wie wir es in der Strafprozessordnung kennen, auch im Disziplinarrecht vorzusehen. Ich habe dies aus dem letzten Verfassungsausschuss mitgenommen und wir haben uns diese Frage auch inhaltlich genauer angesehen. Es gibt bereits im Beamtendienstrechtsgesetz jetzt schon für minderjährige Personen im öffentlichen Dienst die Möglichkeit einer audiovisuellen Vernehmung bei Disziplinarverfahren. Mein Vorschlag wäre es, im Rahmen der nächsten Dienstrechtsverhandlung den Punkt mitzunehmen und diese Vernehmung, diese audiovisuelle Vernehmung in Zukunft auch auf Erwachsene auszuweiten. Hier werde ich diese Möglichkeit nutzen und mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst als Sozialpartner diskutieren. Wir zeigen damit, dass uns der Schutz auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst so wichtig ist. Ich denke, meine sehr geehrten Damen und Herren und sehr geehrte Abgeordnete, dass diese Dienstrechtsnovelle wesentliche Verbesserungen für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bringt. Und ich wünsche mir und hoffe auf Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Ein effizienter und moderner Staat brauche auch einen starken öffentlichen Dienst, so Staatssekretärin Mona Dutzter von der SPÖ.